Was machen die denn da? Also entweder die zocken ein neues Kinect-Spiel oder machen sich auf der Messe echt zum Affen. Natürlich haben sie einen Kinect-Titel angespielt und der Titel lautet Power Up Heroes. Das Spiel ist von Ubisoft und unterstützt unter anderem voll die Kinect-Kamera. Ja, und worum geht es? Ihr seid ein Held mit dementsprechenden Fertigkeiten, die ihr dann auch noch auswählen könnt. Auf der Messe konnten wir halt nur zwei auswählen, einmal Feuer und Blitz. Man kann diese Fertigkeiten untereinander tauschen und auch diese dementsprechend aktivieren. Und das alles ohne Controller, sondern nur halt mit der Kamera, mit gewissen Bewegungen. So kann man zum Beispiel seine Hand formen, à la Dragon Ball, damit man dann so eine Blitzkugel bekommt. Oder man hält die Arme gestreckt, um ein Schild aufzubauen. Sehr innovativ, hat auch verdammt viel Spaß gemacht lokal. Der Entwickler hat uns dann noch später gesagt, es wird noch einen Online-Modus geben und mehr Fertigkeiten zu freischalten. Das Spiel kommt im Herbst und das, was ich auf der Gamescom gesehen habe, war auf jeden Fall sehr positiv. Hätte ich Kinect und wäre mein Raum Kinect-freundlich oder Kinect-kompatibel, sage ich mal eher, dann würde ich mir das auch direkt holen. Egal ob Hardcore oder Casual, freut sich auf jeden Fall meine kleine Schwester. Na gut, so viel von mir. Ich bin jetzt noch ein bisschen weiter Videoschnibbeln. Die Arbeit ruft. Euch wünsche ich noch viel Spaß, schönen Tag noch und haut rein.